herzlich willkommen bei Brennenden Wunder aufs Astmaphysik Astro TV. Abgesehen davon, dass wir immer mal über Sternhaufen reden oder über einzelne Sterne, geht es heute mal um was ganz anderes. Heute spreche ich ein rein chemisches Thema an, das vor allem auch im Schulunterricht gerade am Anfang eine große Hürde darstellen kann. Es geht um die guten alten Oxidationszahlen. Aber was versteht man überhaupt unter einer Oxidationszahl, beziehungsweise wie wird dieser Begriff definiert? Also, eine chemische Verbindung besteht aus Atomen. Wenn es um die Bestimmung von Oxidationszahlen geht, bestehen alle Moleküle aus Ionen, beziehungsweise besser gesagt bestehen alle Verbindungen aus Ionen. Deswegen ist die Oxidationszahl nichts anderes außer eine Anzahl an Ladungen, das ein Atom in einer Verbindung erhält. Wenn diese Verbindung angenommen aus Ionen aufgebaut wäre. Naja, bei manchen Verbindungen sind tatsächlich aus Ionen aufgebaut, aber auch viele Verbindungen, wie jetzt zum Beispiel Wasser, die nicht aus Ionen aufgebaut sind. Sonst hat man ja bloß eine polare Atombindung. Aber auch bei H2O gibt es Oxidationszahlen bei den einzelnen Atomen. Aber wenn man diese Oxidationszahlen bestimmen möchte, gibt es auch einige wichtige Regeln zu beachten. Also eine einfache Feststellung zum Beispiel schon mal wäre, dass Elemente, zum Beispiel O2N2, also Moleküle, die jetzt nur aus einer Atomsorte bestehen, da liegt ist die Oxidationszahl immer bei 0. Da ist auch der Elektronegativitätswert, Differenz bei 0, da ist ja alles das Gleiche. Da ist keiner elektronegativer als der andere, sodass der elektronegativere Atom von einem anderen Atom seine Elektronen anzieht. Aber jetzt geht es richtig um chemische Verbindungen. Ganz wichtig ist, Sauerstoff hat in Verbindungen in der Regel immer die Oxidationszahl minus 2. Es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel bei den Peroxiden oder wenn Sauerstoff mit Fluor verbunden ist. Aber in der Regel ist es immer minus 2. Bei Fluor als Element in der siebten Hauptgruppe ist die Oxidationszahl meistens minus 1. Bei Wasserstoff ist es entweder plus 1, was aber 99,9% aller Fälle der Fall ist, oder bei minus 1. Wasserstoff hat dann eine Oxidationszahl von minus 1, wenn es sich um Metallhydriden handelt. Metallhydriden sind chemische Verbindungen, bei denen Wasserstoff mit einem Metall verbunden ist, zum Beispiel Lithium oder Magnesium. Metalle wiederum haben eine Oxidationszahl, das deren Ionenladung entspricht. Zum Beispiel Metalle von der ersten Hauptgruppe, zum Beispiel Natrium, haben die Oxidationszahl plus 1. Calcium, was in der zweiten Hauptgruppe ist, hat die Oxidationszahl plus 2, denn das Calcium-Ion ist auch zweifach positiv geladen. Und die Metalle der dritten Hauptgruppe haben die Oxidationszahl plus 3, wie zum Beispiel Aluminium. Das ist Aluminium-Ion auch dreifach positiv geladen, also Al3+. Aber ganz wichtig nämlich ist, wenn man sich die chemischen Verbindungen anguckt, stellt man nämlich fest, dass die Atome in ein Molekül mit der größeren Elektronegativitätswert immer einen negativen Oxidationszahl haben und die Atome in einem Molekül mit niedrigen Elektronegativitätswerten haben eine positive Oxidationszahl. Und ganz wichtig auch ist, die Summe aller Oxidationszahlen in einer Verbindung muss 0 ergeben. Sollte es sich jedoch um geladene Moleküle handeln, also sogenannte zusammengesetzte Ionen, entspricht die Summe aller Oxidationszahl der Ionenladung. Jetzt geht es aber nämlich weiter um die Beispiele, die ich mir nämlich rausgesucht habe, um das Ganze zu verdeutlichen. Unsere erste Verbindung ist H2O. Der Sauerstoff hat natürlich, wie die Regel es besagt, die Oxidationszahl minus 2, der Wasserstoff plus 1. Der Wasserstoff ist natürlich zweimal vorhanden.
Also 2 mal 1 gibt 2, minus 2 ist 0. Also unser Wasser ist neutral geladen, also die Oxidationszahl stimmt. Und gleichzeitig auch, der Sauerstoff hat eine negative Oxidationszahl, denn der Sauerstoff hat auch eine höhere Elektronegativitätswert als der Wasserstoff. Das heißt, er würde natürlich der Sauerstoff die Elektronen von dem Wasserstoff stärker beanspruchen als jetzt der Wasserstoff von dem Sauerstoff. Weiter geht es, unser zweites Beispiel. Stickstoffdioxid, NO2. Nach der Regel hat Sauerstoff die Oxidationszahl minus 2, ist einmal vorhanden. Das würde zusammengerechnet einfach mal minus 4 jetzt ergeben. Das heißt, wenn da ja minus 2 mal 2 minus 4 ergibt, muss natürlich dann der Stickstoff die Oxidationszahl plus 4 haben, damit man wieder auf die 0 kommt. Denn plus 4 minus 2 mal minus 2 ist 0. Jetzt haben wir die nächste Verbindung, die Stickstofftetraoxid, N2O4, Sauerstoff minus 2, Stickstoff plus 4, kann man gut nachvollziehen, minus 2 mal 4 ist minus 8, plus 4 mal 2 ist plus 8, 8 minus 8 ist 0. Aber jetzt kommt eine kleine Falle, Wasserstoffperoxid, H2O2. Dann würde ich das ganz stur nach der Regel sagen, Sauerstoff minus 2, Wasserstoff plus 1. Warum haut es nicht hin? Wenn das so wäre und der Sauerstoff minus 2 hätte, wäre es, da Sauerstoff ja zweimal vorkommt, minus 4 erstmal, plus 2 mal 1, da hätte man einmal minus 4 und einmal plus 2 und minus 4 plus 2 ergibt minus 2. Und somit wäre dieses Molekül nicht neutral geladen, sondern zweifach negativ geladen. Deswegen hat an dem Fall der Sauerstoff die Oxidationszahl minus 1. Nur so gleicht sich das aus. Man sieht ja, minus 1 mal 2 ist minus 2, 1 mal 2 ist plus 2. Jetzt haben wir mal etwas komplizierteres, die Schwefelsäure, H2SO4. Das ist nämlich einfach. Der Wasserstoff hat plus 1, der Sauerstoff minus 2, wie die Regel es besagt. Minus 2 mal 4 ist minus 8. Ja, Wasserstoff plus 1, zweimal vorhanden, also 1 mal 2 ist 2. Minus 8 plus 2 ist minus 6, das heißt, da muss der Schwefel die Oxidationszahl plus 6 haben, damit man wieder auf die 0 kommt. Bei H2SO3, die schwefelige Säure, ist es so ähnlich, nur da hat man natürlich den Sauerstoff nur 3-mal anstatt 4-mal, deswegen kommt man dann hier auf minus 6, nur minus 2 mal 3 ist minus 6, plus 1 mal 2 ist 2. Minus 6 plus 2 ist minus 4, also muss der Schwefel plus 4 haben. Und jetzt kommen wir mal zur Natriumchlorid. Natrium, ein Metall der ersten Hauptgruppe, die Oxidationszahl entspricht der Ionenladung, also plus 1. Chlor hat dann natürlich minus 1, aber das Besondere ist, Natriumchlorid ist ein Salz. Im Gegensatz zu Wasser und Stickstoffdioxid liegen hier anhand der Oxidationszahl jetzt keine gedachte Ionenladungen vor, sondern bei NaCl liegt tatsächlich eine Ionenbindung vor. Natrium ist ein Kation, positiv, einfach positiv geladen, Oxidationszahl plus 1. Chlorid ist ein Säure-Restion, dann das kommt von HCl, das ist die Salzsäure. Und da hat natürlich dann Chlor minus 1, da Chlor ein Elektron benötigt, um die stabile Achterschale zu erreichen. Hat man ja plus 1, minus 1 ist 0. Der Natriumchlorid ist das Natriumsalz der Salzsäure. Wenn man das jetzt rein chemisch betrachtet, zu welcher Gruppe das gehört. Jetzt haben wir hier Eisen-3-Oxid. Da kann man auch ein bisschen an den Namen gehen. Da muss man jetzt nicht unbedingt ausrechnen, wie viele Sauerstoffe man hat oder so, sondern man kann das ganz einfach so, man hat Eisen-3-Oxid, da weiß man schon vornherein, das Eisen ist 3-wertig, also Oxidationszahl plus 3. Man muss auch auf den kleinsten gemeinsamen Vielfache kommen. Das heißt, da hat natürlich, da Sauerstoff Oxidationszahl minus 2 hat, muss dann der Sauerstoff auch 3-mal vorkommen, um den kleinsten gemeinsamen Vielfache von plus 3 und minus 2 zu kriegen. Da hat man dann Eisen 6-mal, das ist plus 6, dann Sauerstoff 3-mal, ergibt dann minus 6 und fertig. Unser letztes Beispiel im Bereich Verbindungen, Calciumcarbonat, CaCO3. Calciumcarbonat ist das Calciumsalz der Kohlensäure.
Denn die Kohlensäure ist H2CO3. Das hat man ja auch zum Beispiel in Sprudelwasser und sowas. Calcium, zweifach positiv geladen, also Oxidation 2 plus 2, das ist wieder eine tatsächliche Ionenverbindung. Bei hier eigentlich auch. Fe3 plus und O2 minus, aber sind wir ja hier. Calcium einmal vorhanden, zweimal Oxidation 2 plus 2. Sauerstoff dreimal vorhanden, Oxidation 2 minus 2. Minus 2 mal 3 ist minus 6. Plus 2 ist 4. Das heißt also Kohlenstoff natürlich dann viermal positiv geladen. Aber neben den chemischen Verbindungen, wo die Summe aller Oxidationszahlen 0 ergibt, müssen wir uns noch mit den zusammengesetzten Ionen auseinandersetzen. Da entspricht die Summe aller Oxidationszahlen nicht 0, sondern da entspricht es der Ionenladung. Das erste, was ich vorgenommen habe, was man jetzt hier sieht, ist das OH-Ion. Das ist das Hydroxidion. Und hier läuft es folgendermaßen. Wir sehen, das Ion an sich ist einfach negativ geladen. Okay, jetzt gehen wir erstmal stur nach Regeln. Der Sauerstoff hat minus 2, der Wasserstoff hat die Oxidation 2 plus 1. Also minus 2 plus die 1 ergibt minus 1. Und was haut mit der Ionladung hin? Jetzt wird es mal ein bisschen komplexer. Jetzt habe ich das Sulfation, das Säurerestion von der Schwefelsäure. Dieses Ion heißt SO42 minus. Also hier haben wir es mit einem zweifach negativ geladenes, zusammengesetztes Ion zu tun. Hier läuft es, wie würde das hier aussehen? Das Sauerstoff minus 2, das ist doch schon nach Regel. Minus 2 mal 4 ist minus 8. Und da das Ion zweifach negativ geladen ist, muss natürlich dann eine Schwefel plus 6 haben. Denn minus 2 mal 4 ist minus 8, plus 6 ist minus 2. Und das stimmt mit den zwei Minus hier überein. Jetzt haben wir noch ein Beispiel. SO3 2 minus. Da sieht es ein bisschen anders aus. SO3 2 minus, also das Sulfidion, ist genauso zweifach negativ geladen insgesamt als das Sulfation. Aber wir haben hier nur dreimal Sauerstoff. Und es wird da nur minus 6 ergeben, wenn man minus 2 mal 3 rechnet. Das heißt, da muss Schwefel plus 4 haben, damit man am Ende auf die 2 minus hier kommen. Denn minus 2 mal 3 ist minus 6, plus 4 ist minus 2. Und schon haut es mit diesen 2 minus hier prima hin. So, jetzt wird es auch mal ein bisschen giftig. Jetzt haben wir das Cyanidion Cn minus vor uns. Das Cyanidion ist das Säurerestion von der Blausäure HCN. Und die Salze der Blausäure werden als Cyanide bezeichnet. Das gilt aber auch für andere Verbindungen. Aber die Ester werden normalerweise als Nitrile bezeichnet, also die Ester von der Blausäure. Wie sieht es aber bei den Oxidationszahlen aus? Also, das Problem ist nämlich so, plus 4 oder plus 3 oder plus 5 kann man beim Stickstoff nicht nehmen. Weil sonst haut es dann mit dem Kohlenstoff nicht hin. Wenn man zum Beispiel beim Stickstoff plus 5 nehmen würde, müsste Kohlenstoff minus 6 haben, um auf diese einfach negative Ladung zu kommen beim Cyanidion. Das ist aber nicht der Fall. Das kann man auch so nicht machen, weil minus 6 beim Kohlenstoff gibt es nicht. Also, das heißt, wir nehmen dann jetzt für den Stickstoff die kleinstmöglichste Oxidationszahl und das ist minus 3. Der Stickstoff ist in der fünften Hauptgruppe. Und wenn es in der fünften Hauptgruppe ist, ist die kleinstmöglichste Oxidationszahl minus 3, da Stickstoff 3 Elektronen aufnehmen müsste, um die stabile Achterschale zu erreichen. Das heißt, da hat der Kohlenstoff in dem Falle mal plus 2. Aber wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf diese einfach negative Ladung von dem Cyanidion. Das ist jetzt auch mal ein bisschen komplizierteres Beispiel gewesen. Aber jetzt wird auch wieder mal schön einfach. Das Carbonation, CO3 2 minus, zweifach negativ geladen. Das Carbonation ist das Säurerestion von der Kohlensäure, H2CO3, und die Salze und Ester der Kohlensäure werden als Carbonate bezeichnet, wie Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat. Das sind mal so typische Salze davon. Und es sieht bei den Oxidationszahlen folgendermaßen aus: Sauerstoff dreimal vorhanden, Oxidationszahl minus 2, so wie die Regel es besagt. Minus 3, Quatsch. 3 mal minus 2 ist minus 6. Das heißt, da muss Kohlenstoff wie gewohnt in der Regel plus 4 haben, damit man auf diese zweifach negative Ladung des Carbonationes kommen. Denn
plus 4 beim Kohlenstoff minus 3 mal minus 2 hätte man ja minus 6, also 4 minus 6 ist minus 2, also haut hin. Jetzt haben wir noch das letzte. Das Phosphation, ein dreifach negativ geladenes zusammengesetztes Ion. Das Phosphation ist das Säurerestion von der Phosphorsäure und Salz und Ester der Phosphorsäure werden als Phosphate bezeichnet. Beim Sauerstoff wie gewohnt minus 2. Minus 2 mal 4 ist minus 8. Das heißt, Phosphor hat die Oxidationszahl plus 5 und schon kommt man auf diese dreifach negative Ladung des Phosphationes. Denn minus 2 mal 4 ist minus 8, plus 5 ist minus 3. Also das haut mir den 3 minus hier hin. Ich hoffe, dass euch dieses lange Video zur Bestimmung von Oxidationszahl gefallen hat. Ich habe auch daher extra viele Beispiele genommen, um das veranschaulicher zu gestalten. Und ich werde sicherlich auch noch ein Video machen, wo ich auch komplexer in dieses Thema reingehe und mehrere Beispiele, beziehungsweise noch andere Stoffgruppen wie komplexer mit einbeziehe. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen.